Also ich sage mal wieder willkommen beim Kochen für Zahnlose. Ja, mittlerweile kann ich ja auch schon wieder halbwegs kauen. Deswegen gibt es heute mal Gulasch. Besser gesagt, Kesselgulasch will ich mal kochen. Ja, ich habe hier einmal Gulasch geholt vom glücklichen Schwein. Und dann haben wir ein paar Kartoffeln, ein paar Möhren, Paprika und hier ist ein paar Zwiebeln haben wir auch noch da hier. Normale Zwiebeln habe ich gerade durch den Mixer gehauen. Ja, legen wir los. So, jetzt zeigen wir den Zwiebeln erstmal, wer hier der Chef ist. Jetzt habe ich doch tatsächlich feststellen müssen, ich habe kein Letscho mehr zu Hause. Also normalerweise von Kesselgulasch kann ich euch nur empfehlen, kauft euch Letscho. Aber ich habe Paprika und ich habe Ketchup. Ich krieg das schon hin so ein bisschen. So, auch hier fange ich wieder mit etwas Speck an. Ja, der Speck kommt nach dem Schneiden auch gleich in den Topf. Wir haben abbekommen, also tun wir jetzt die Zwiebeln rein. Eigentlich brät man das Fleisch gleich erstmal an mit, aber das ist zum Teil noch gefroren, das muss ich jetzt mal ein bisschen aufteilen. Kann man den Feuer wegnehmen da weiter nochmal. So, ich habe jetzt ein bisschen Wasser drin und den Herd erstmal abgestellt. Muss erstmal richtig auftauen, das Fleisch. Ich habe mir das Fleisch vor einiger Zeit schon geholt und erstmal nur eingefroren. Ich koche mir eigentlich nicht jeden Tag was, sondern vielleicht manchmal, je nach Lust und Laune. Und deswegen habe ich meistens ein bisschen was im Tiefkühler. Was ich mir dann auf die Schnelle mal machen kann. Oh! Jetzt hab ich aber gerade noch mal viel gehabt, dass ich das noch gesehen habe. Weil hätte das zu der Hitze abbekommen, dann hätte ich das wahrscheinlich alles wegschmeißen können. So, während die Möhren, Kartoffeln, die Lauchzwiebeln und die Paprika, während ich die geschnitten habe, ist der Gulasch mittlerweile aufgetaut. Ich lasse jetzt das Wasser noch mal kurz verdünsten. Hatte ich ja nur wegen Auftauen reingemacht. Das Wasser lassen wir noch mal kurz verdünsten. Und dann wird es kurz angebraten, der Gulasch.
Und dann füllen wir Wasser rein und lassen das erstmal. Ich sag mal, eine Stunde kann man es ruhig in Ruhe köcheln lassen dann. Ja, die Fleischstückchen hätte ich vielleicht etwas noch halbieren können. Weil ich habe die nicht gerne ganz so groß im Gulasch, aber nur ist zu spät. Aber das Fleisch, ich habe jetzt nur erstmal nur etwas Wasser drüber gegossen. Das drehen wir auf kleine Flamme und lassen das ungefähr ein Stündchen kochen. Köchelt noch schön vor sich hin. Ich habe derweil ein paar YouTube-Videos geguckt und voll die Zeit vergessen. Ja, jetzt machen wir den Rest rein. Wasser dazu und Feuer auf dem Herd. Kann man auch gleich noch ein bisschen würzen, aber in Salz. Auf alle Fälle Pfeffer. So, hier haben wir noch Curry. Paprika möchte ich auch mal wieder kaufen. So, wie gesagt, normalerweise möchte ich jetzt ein Glas Lecho mit hier rein. Aber dummerweise ist der Lecho mir ausgegangen. Daher so, nachdem die Kartoffeln und das ganze Gemüse weich geworden ist, ist es fertig und schmeckt gut.